Die Proben für die TV-Show Klein gegen Groß hatten für Joachim Jambi böse Folgen. Er zog sich wegen Ekaterina Leonova eine Kapselverletzung am Finger zu. Berlin. Normalerweise sehen die TV-Zuschauer Joachim Jambi, 59, hinter dem Jurypult von Let's Dance. Für die ARD-Sendung Klein gegen Groß wagt sich der Wertungsrichter nun selbst auf das Tanzparkett. Unterstützt wird er dabei von Let's Dance, Profitänzerin Ekaterina Leonova, 36. Beim Training für das TV-Duo, wir haben vorher noch nie zusammen getanzt und hatten keinen großen Vorlauf. Wir haben aber an mehreren Tagen für ein paar Stunden trainiert, berichtet der Tanzsportler im Gespräch mit Bild am Sonntag. Die Proben hatten jedoch schlimme Folgen für Jambi. Eigentlich bewegt sich die Dame bei der Pirouette an zwei Fingern des Herren, die wie ein Gelenk für sie funktionieren. Ich muss einen weglassen, denn den hat Ekaterina mir beim Training halb abgerissen. Da ist die Kap, ihr Tanz sei aber auch knifflig. Die Lankenau-Pirouette ist sehr kompliziert und anspruchsvoll, wird höchstens mal bei einer Formation, und da auch noch ganz selten getanzt, schildert der TV-Star. Bei Einzelpaaren findet die Pirouette sozusagen gar nicht statt. Das ist die Schwierigkeit dieses Duells. Bei Klein gegen Groß treten Joachim Jambi und Ekaterina Leonova gegen den 13-jährigen Malik und die 11-jährige Sonja an. Das Ziel ist, innerhalb von einer Minute mehr Drehungen als das andere Tanzpaar zu schaffen. Der Deutsch-Spanier ist begeistert von dem Konzept der TV-Show. Es gehört doch zur Entwicklung dazu, dass man lernt zu gewinnen, aber eben